Also es ist ja so, wenn man wirklich dünnes Haar hat und das auch selber weiß, also ich bin mir im Klaren darüber, in dem Fall, ich habe sehr dünnes Haar, nicht jetzt ich, sondern ne, in dem Fall, und schreibe einen Dreader, eine Dreaderin an mit dem Satz, ja, ich habe echt super weiches, feines Haar, aber mein Wunsch nach Dreads ist so groß. Am liebsten hätte ich Dreads, die so aussehen wie deine, Chapati. Naja. Man muss halt mit dem arbeiten, was da ist. Und wenn da nicht so viel ist, dann wird da natürlich auch nicht so irre viel bei rauskommen. Deswegen muss ich manchmal schmunzeln, wenn die Leute mir schreiben. Ja, ich habe so und so ein mega dünnes Haar und auch echt total flusig und dies, das, aber ich hätte gern Dreads, die so aussehen. Und dann werden mir Bilder geschickt von Instagram-Fotos, Pinterest oder sonst was, wo Menschen stehen mit so einer Dreadmähne. Natürlich hindrapiert für Instagram, Pinterest oder sonst was. Das sind Fotos für den Moment. Die Leute haben für den Moment sich die Dreads so hindrapiert. Die sind wahrscheinlich in der Wirklichkeit auch recht voll. Liegt aber daran, dass diese Menschen einfach auch wirklich viel mehr Haare haben als du in dem Fall. Und wo nicht so viel ist, kann man natürlich auch nicht zaubern. Man kann immer das Beste rausholen. Das sage ich den Leuten auch immer. Man kann sehr viel mit der Einteilung machen und so. Aber man kann nicht zaubern. Und diese Fotos, die ihr euch da manchmal anguckt, sind halt wirklich für den Moment gemacht. Manche Frisuren, klar, sitzen bei den Leuten auch so, aber es ist immer noch das Internet. Das dürften wir alle immer nicht vergessen. Die Realität sieht meistens anders aus. Ihr orientiert euch auch sehr gerne an meinen Dreads. Das finde ich cool, aber ich habe von Natur aus immer schon dickes Haar gehabt und davon ganz viel. Und deswegen sind diese ganzen Dreads zustande gekommen und sie wurden auch ganz dünn gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil es ging. Manche Haarstrukturen gehen halt nicht so einfach. Dann fällt das und steht das Ganze auch noch mit dem jeweiligen Dreader und der jeweiligen Dreaderin. Das muss man sich auch klar machen. Geht man zu jemandem, der jetzt, sage ich mal, ganz übertrieben ein 20 nimmt für eine Neuerstellung die Stunde oder womöglich weniger, dann wird das wahrscheinlich eher geht so werden. Weil diese Leute das mal machen. Die leben da nicht von. Die können da nicht von leben, wenn sie so wenig Geld dafür nehmen. Und die Qualität ist natürlich meistens auch dann etwas geht so. Das ist jetzt kein Hate. Das darf bitte keiner wieder falsch verstehen. Aber meine Erfahrungen der letzten 9 Jahre als Dreaderin zeigen mir halt immer wieder die gleichen Dinge. Und ich bin immer sehr erpicht darauf, in meinen Videos euch die Realität vor Augen zu führen. Das ist wichtig, weil wenn man zu einem Dreader oder einer Dreaderin geht, ist es wichtig, dass man da nicht mit Vorstellungen hingeht, die eigentlich gar nicht umsetzbar sind. Und das sollte man den Menschen klar machen. Das liegt in unserer Verantwortung als Dreadmaker, wenn wir es professionell machen und uns noch was daran liegt, dass die Leute auch wiederkommen und uns was daran liegt, dass die Menschen auch schöne Dreads haben, die nicht nur 4-5 Monate gut aussehen und dann sich erst zeigt, was ist da passiert? Auf mich gucken manche andere Dreader mit gemischten Gefühlen, sag ich mal ganz freundlich ausgedrückt, weil ich solche Videos wie dieses hier mache. Viele fühlen sich dadurch angegriffen und meinen, ich möchte sie schlecht machen. Aber mir geht es überhaupt nicht darum, jemanden schlecht zu machen. Mir geht es darum, die Menschen davor zu schützen, zu der falschen Person zu gehen und ihre Haare in Hände zu legen, wo eigentlich überhaupt ja, nicht dieses Verantwortungsgefühl so richtig existiert. Und das ist ein Problem. Und deswegen sind wir Dreader und unsere Berufssparte auch immer so ein bisschen, glaube ich, in einem falschen Licht. Viele denken auch, Dreads machen, ach, das bisschen Haare machen. Wenn man es richtig macht, ist es echt ein anstrengender Job. Und nicht nur ein bisschen Haare machen, sondern man macht sich auch Gedanken. Man macht sich sehr viele Gedanken oder sollte sich zumindest machen. Denn es geht um Vertrauen, es geht um Können, es geht um Fachwissen, es geht um ganz viele Punkte, die ganz wichtig sind.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da draußen viele Menschen sind, die anderen Menschen Dreads einfach an Kopf nageln. Nach Schema F. Zack, jeder kriegt das Gleiche, das wird schon, das geht schon. Und wenn nicht, dann ist das so, dann kommt der Nächste. Und das ist halt überhaupt nie meine Art gewesen zu arbeiten. Und deswegen reite ich da gerne drauf rum. Fakt ist, wir als Dreader, die es professionell machen, und das geht an all meine Kollegen, die es professionell machen, an dieser Stelle herzliche Grüße an euch. Es gibt viele da draußen, die es super machen. Aber die machen es dann halt auch mit Sinn und Verstand und auch mit einem Verantwortungsgefühl. Und das ist cool. Und die müsst ihr finden. Und geht nicht zum Erstbesten, der billig ist oder morgen terminfrei hat. Es hat alles seine Gründe, warum Dinge so sind. Auch das ist jetzt kein Hate. Die, die es einfach so lapidar machen, denen steht es ja frei, dass sie besser sein könnten. Da steht ja keiner und sagt, nee, du musst das jetzt so und so machen, weil das ist einfacher, dies, das. Es ist alles eine Entscheidung, wie man mit anderen Menschen umgeht und mit Dingen anderer Menschen umgeht oder in dem Fall den Haaren anderer Menschen. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Das Einfachste, was ihr machen könnt, und so habe ich mein ganzes Geschäft aufgebaut, ist, Dinge so zu machen an diesen Menschen und sie so zu behandeln, wie ich es mir selber wünschen würde. So eine Beratung zu bekommen, wie ich sie mir wünschen würde. Tipps zu kriegen, wie ich sie mir wünschen würde. Es ist ganz einfach. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum manche Dreads so verhunzt gemacht werden. Und ja, es ist manchmal schon ein bisschen tragisch. Und wenn ich so ein Video poste wie jetzt, was ihr euch gerade anguckt, dann werden da genug Leute sitzen, die sich vielleicht in den Kommentaren nicht melden. Aber wenn sie sich in den Kommentaren melden würden, oder sich melden, sind es meistens wieder so Sachen wie Schapati, du musst ja immer alle anderen Dreader schlecht machen. Es gibt nicht nur dich. Es gibt auch noch welche, die sind auch gut oder besser. Ja, ich weiß, es ist doch auch alles gut. Es ist doch alles gut. Aber dann seid es doch auch bitte einfach. Einfach machen. Einfach mit Herz, Verstand und irgendwie auch vielleicht so ein bisschen Verantwortungsgefühl da dran gehen. Denn ihr wolltet ja auch, wenn ihr beim Friseur seid, nicht irgendwie schäbig behandelt oder schlechten Haarschnitt kriegen oder schlecht blondiert, gefärbt oder sonst was sein. Ne? Immer so ein bisschen von sich selber ausgehen, was man gerne haben würde. Das kann helfen. Dieses Video ist auch einfach gerade so entstanden, weil es mir gerade so in den Kopf kam, dass ich das einfach nochmal wieder ganz klar sagen möchte. Und mir liegt schon sehr viel daran, dass unser Ruf als Dreader, die professionell arbeiten, dass der einfach mal besser wird. Und dass wir nicht immer nur abgestempelt werden, als das bisschen Haare machen. Warum ist denn das so teuer? Qualität hat ihren Preis. Und wenn man die dafür dann auch noch bekommt, ist es natürlich doppelt schön. Und Nachsorge, solche Dinge. Jeder meiner Kunden, meines Kundenstamms kann sich immer wieder bei mir melden, egal was ist. Es gibt immer eine Nachsorge, sage ich jedem. Ihr braucht euch nicht in irgendwelchen Foren rumtreiben und verzweifelt nach Antworten suchen. Ihr müsst euch einfach nur an mich wenden und dann helfe ich euch weiter. Das gleiche gilt für die Menschen, die nicht mal Kunde bei mir sind. Die kriegen auch Dread-Beratungen von mir. Wisst ihr aber auch, kriegt ihr alles mit. Aber das sind so Sachen, die muss ich zwischendurch einfach nochmal sagen, weil sie mir auf der Seele brennen, wenn ich das Internet durchgucke und wieder verhunzte Dreads sehe. Und die Leute tun mir dann auch ein bisschen leid, weil die meisten sich auch wirklich das Geld richtig absparen müssen. Gerade jetzt zu diesen jetzigen Zeiten ist das aktuell, dass viele wirklich einfach sich das Geld sonst wie absparen müssen, um sich gute Dreads leisten zu können. Meine Nudeln. Gerade gegessen. Genau, und wenn mit diesem hart ersparten Geld, was es ja nun mal kostet, sich Dreads machen zu lassen, dann auch noch so umgegangen wird, dass die Menschen einfach gar nicht vernünftig ihre Dreads gemacht kriegen, dass das einfach so dahin gefuscht wird. Da kriege ich Krämpfe, innerliche Krämpfe. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Aber ich werde diese Menschen auch nicht ändern, auch nicht mit meinen Videos, ich weiß das. Aber ich finde, es ist gut, wenn man es immer noch mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis reinruft bei euch allen. Auch die jetzt, die gerade noch nach jemandem suchen, der Dreads macht oder was weiß ich. Guckt genau hin, wo ihr hingeht. Denn es geht nicht um Leben und Tod, es geht um eure Haare. Und da, finde ich, ist Geduld wirklich von einem ganz großen Vorteil gekrönt. Denn sie laufen euch ja nicht weg.
Sucht lieber ein bisschen länger nach dem passenden Dreader, der passenden Dreaderin. Und dann werdet ihr auch glücklich werden mit diesen Haaren. Und ihr werdet keine Baustellen haben oder irgendwelche Sachen, die euch irgendwie nerven. Denn die Dreads werden sich dann wunderbar entwickeln. Und schaut zwischendurch meine Videos. Die helfen euch auch immer weiter. So, und jetzt habe ich Feierabend. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und es musste einfach noch mal raus. Es tut mir leid. Alles Liebe, eure Schaufati. Adieu.